Lange gebraucht. Mir kam es lange vor. Lange, bis ich es verstand. Bis ich es fühlen konnte. So lange habe ich sie beobachtet, die Menschen. Und ich verstand nicht, woher der Mangel, woher die Trauer, woher diese Energie, die keine Fülle ist. Und dann kam es mir, immer mehr. Ich erkannte, es ist nicht das Geld, das ihnen fehlte. Es ist nicht das Materielle, von dem sie zu wenig hatten. Es erging ihnen nicht wie mir. Es erging ihnen umgekehrt. Sie hatten alles, alles, was ich mir noch erträumte. Geld und materielle Fülle. Aber da war etwas, das sie in sich selbst noch nicht erkannten, von dem sie die Wichtigkeit, es zu finden, nicht kannten. Ihnen fehlte das, was sie an mir verurteilten. Sie spiegelten sich in mir. Das, was ihnen oft an mir nicht passte, suchten sie unbewusst im Außen. Ihnen fehlte Gefühl, Empathie, das Gefühl der Liebe, das ich auf einer unbewussten Ebene doch mein Leben lang ausstrahlte. Ihnen fehlte innere Fülle, Gefühl, Emotion in ihrem Leben. Ihnen fehlte ihr eigenes Herz an erster Stelle stehend. Es sagte mir keiner, sie wussten es selbst nicht. Woher also sollten sie es wissen, dass ihnen das fehlte, wonach ich selbst so lange suchte, in den Blicken vieler anderer Menschen? Ich suchte die Antwort auf die Frage, was fehlte diesen Menschen? Was fehlte ihnen? Was fehlte uns Menschen? Da sie so häufig jammern mussten, traurig waren und scheinbar nie fühlten, es ist genug, was ich habe. Das war es, innere Fülle zu sich selbst. Wer also sagt, dass Gefühl und Emotion unbedeutend sind auf dieser Welt? Wer also sagt, dass Empathie zweitrangig ist? Wer also sagt, dass Gefühle nicht so wichtig sind wie Geld? Wenn wir beide uns vor den Spiegel stellen und meine Taschen leer sind und deine voll sind, was zählt dann? Genau, unser Strahlen in den Augen. Was zählt für dich, wenn du dich vor den Spiegel stellst? Du hast genug, du bist genug. Du fühlst nur immer noch nicht, dass Fülle nicht durch Äußerlichkeiten sichtbar wird. Fülle findest du allein in dir, in der Stille, der Annahme, der Heilung, der Begegnung mit dir und deinem wahren Wesen. Dort findest du Fülle. Und die ist ein Geschenk des Lebens an dich, weil du geliebt bist. Wer also sagt, dass das, was mir an Gaben geschenkt wurde, unbedeutender ist als die äußere Fülle, die du erschaffst in deinem Leben? Ich schlage dir etwas vor. Wir treffen uns in der Mitte. Es ist beides wichtig. Dein Streben nach äußerer Fülle und mein Streben nach innerer Fülle. Als Mensch zu Mensch sein können. Na, wie wär's? Spürst du Sehnsucht nach dir selbst, Seele?